Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad Builder Showdown und heute mit dem 99er Team of the Season Cristiano Ronaldo. Mit dabei ist mal wieder Real FIFA. Was geht, Mann? Yo, was geht ab, Leute? Ihr seht es schon, ich habe natürlich jetzt nicht den Team of the Season Ronaldo, weil ich das natürlich erstens unnötig finde, so viel Coins auszugeben. Zweitens habe ich die Coins gar nicht für den Team of the Season Ronaldo jetzt noch auf dem Account, weil ich ja den roten Ronaldo habe. Erstmal hier die Ausreden am Start, aber ist ja so. Oder nein, was meinst du? Es wäre unnötig gewesen. Wenn man gewesen. Den roten hat. Ja, du hast den roten Ronaldo. Vielleicht habt ihr es ja letztens bei Max gesehen. Er hat ihn ja gezogen, Digga. Und das wäre unnötig, ganz ehrlich, jetzt nochmal irgendwie den 99 Ronaldo zu holen. Deswegen, ich habe ihn am Start. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Formation. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe ein absolut krankes Team gebaut. Schauen wir mal. Ja, ich bin gespannt. Ich halte einfach mal die Formation in die Cam und hau raus. Okay, ich habe die 4-3-3, die dritte. Das ist in letzter Zeit eine meiner Lieblingsformationen geworden. Ich finde die richtig geil irgendwie. Was ja, du? Die ist auch gut und ich habe eine 4-3-3, aber die vierte, Junge. Oh mein Gott, dein Ernst? Ein weiter, Scheiße. Welche ist die vierte? Mit ZM und ZM, ja, die habe ich auch oft gehabt, stimmt. Die hatten wir, die haben wir auch schon oft. Aber okay, diesmal mit ZDMs. Okay, du bist dran. Das war richtig knapp. Ja, ich habe die Formation schon offen und es ist auch eine 4-3-3. Und zwar die normale 4-3-3. Mann, Digga, ich habe die 4-3-2-1 aufgeschrieben. Ja, okay. Die habe ich voll lange nicht mehr benutzt im Showdown, keine Ahnung. Ja, was soll's. Na egal, okay, kann man nichts machen. Ich würde sagen, wir kommen zu den ersten Spielen. Das heißt, wir haben aber beide ähnliche Formationen, kann man sagen. Mhm. Ja, eigentlich ist dieselbe, nur ich habe zwei ZDMs. Und ja, können wir dieselben Positionen machen, Stürmer und rechter Flügel. Wir starten direkt, ich bin gleich gespannt. Am Ende gibt es natürlich dann noch ein Spiel. Und lasst natürlich gerne wie immer ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler ihr beim nächsten Squad Builder Showdown sehen wollt. Ich bin gespannt, ich habe ja jetzt schon relativ viel gemacht. Aber es gibt natürlich noch einige Spieler. Vielleicht habt ihr noch einen Wunsch, also haut's in die Kommentare. Wir starten direkt, los geht's. Dann geht's jetzt los mit der Offensive bei uns. Das ist ja eigentlich genau identisch. Stürmer und rechter Flügel. Und wenn du jetzt eben schon so gepusht hast, dass du ein gutes Team hast, dann hoffe ich einfach mal, dass du diese beiden Spieler aufgeschrieben hast. Ich sag mal so, aufgestellt hast. Die Defensive oder Mittelfeld-Defensive ist ein bisschen fresher als der Sturm. Aber okay, wir schauen mal. Du wirst hundertprozentig nicht drauf kommen, weil im Sturm habe ich diesmal drauf geachtet, dass ich da den einen oder anderen habe, den man nicht so oft nimmt. Und zwar habe ich im Sturm André Silva, Team of the Season. Fresher Typ auf jeden Fall, heftige Karte. Der ist jetzt bei AC, glaube ich. Ja, er ist jetzt bei AC Mailand, Digga. Der Typ wird in Zukunft auf jeden Fall noch richtig krass werden, also halte den im Auge. Und auf dem rechten Flügel, da wirst du, denke ich, auch nicht drauf kommen, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Es ist Cuadrado. Also meine Offensive geht noch, gleich wird es nochmal besser im Mittelfeld und in der Defensive. Hast du einen von denen? Also auf dem rechten Flügel hatte ich sogar einen Serie A-Spieler, aber Mohamed Salah. Oh, dann wollte ich das nehmen, aber ich wusste es. Ja, okay, ich glaube es. Ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ging halt einfach nicht. Aus einem technischen Grund. Genau, und im Sturm habe ich Dries Mertens. Okay, hätte sein können. Okay, Mertens. Ja, der Typ ist heftig. Habe ich ja letztens gezogen. Falls ihr noch nicht gesehen habt, checkt's noch aus. Ich darf beide Spieler behalten. Wir kommen zu deinen möglichen Spielern. Und das sind die beiden, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe zwei richtig, richtig heftige aufgeschrieben. Und ich habe auch zwei heftige im Team. Okay, ich fange einfach mal rechts an. Und da haben wir den Franzosen Ousmane Dembélé, Team of the Season von Borussia Dortmund. What? Was ist das denn, Digga? Ist schon echt sick. Ich weiß nicht, den kann man erraten und den im Sturm auch. Ist es vielleicht einer, der für Ousmane linkt? Oder nicht? Also ist es einer, der Ousmane linkt. Und es ist Antoine Griezmann, First Owner, Team of the Season, den ich ja in meinem Foot Champions Pack hatte. Ja, Mann. Ja, ich hoffe, die hast du nicht. Ich hatte echt kurzzeitig überlegt, Griezmann aufzuschreiben. Dann bin ich mit Suarez und Lionel Messi gegangen. Alter, was ist das für eine Offensive, Junge? Die habe ich beide auch im Team und ich hätte auch ungelogen die beiden nehmen können. Okay. Digga, was ist das für eine Offensive bei dir? Heftig, Alter. Respekt dafür. Okay, deine Offensive ist auf jeden Fall viel, viel besser als meine. Das muss man mal ganz und klar zugeben. Naja, egal. Wir kommen ins Mittelfeld und schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, weiter geht es im Mittelfeld. Und ich habe einen, vielleicht sogar zwei, die jetzt relativ offensichtlich waren. Okay, shit. Ich habe Angst, Mann, aber keine Ahnung, hau einfach raus, Mann. Okay, wir fangen mal
rechts an. Ja, mit den Serie A-Spielern, beziehungsweise mit dem Serie A-Spieler, da könntest du es wahrscheinlich denken, es ist einer von Juve. Es ist in Form Pjanic. Shit, Digga. Okay, im Mittelfeld zentral haben wir dann keinen Serie A-Spieler, sondern einen aus der portugiesischen Liga. Da hätte man vielleicht auch drauf kommen können. Es ist Pizzi. Richtig krasse Karte, Digga. Der Typ hat fast alle Werte. Hätte der nur 90 Tempo, Digga, dann wäre es zu heftig. Wir stellen Skills auch noch am Start. Und links habe ich dann einen Spieler aus der russischen Liga. Den wirst du safe nicht haben, da bin ich mir relativ sicher. Es ist Fernandes. Er ist auch Portugiese. Der Typ hat 88 Tempo. Einfach nur krass. Auch 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du einen von diesen hast. Einen mindestens, oder? Komm, bitte. Ich wusste, dass du mit einem Jubelspieler gehst. Und deswegen habe ich Pjanic nicht. Weil ich Marquisio aufgeschrieben habe. Okay. Junge, du nimmst immer Marquisio und auf einmal nimmt er Pjanic. Ja, deswegen habe ich die letzte Zeit immer Marquisio genommen und Pizzi. Habe ich auch nicht. Auch nicht? Den anderen auch nicht. Dein Ernst? Ich habe Moutinho und Renato Sanchez. Ehrlich? Ey, Digga, ich war mir eigentlich sicher, dass du safe Pizzi hast. Den hatte ich jetzt schon zweimal, wollte ich ihn immer in mein Team nehmen und immer hat mir den einer weggeklaut, aber diesmal, geil, kann ich ihn behalten, okay. Kommen wir zu deinen Spielern, das sind meine drei Tipps. Okay. Wo fangen wir denn an? Ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem rechten ZM an. Und das ist ein Franzose. Vielleicht hast du es dir gedacht, es kann jetzt Pogba sein, es kann Kanté sein oder es ist Corentin Tolisso, der neue Münchner. Es ist Tolisso. Dann haben wir einen, ich weiß gar nicht, ah doch, da steht das schon, wie er geschrieben wird. Es ist Joshua Giavogi vom VfL Wolfsburg. Okay. Und links habe ich dann, macht vielleicht Sinn, dann wegen Bundesliga, Renato Sanchez. Aber den muss ich kurz eintragen. Chill, du kannst ja schon mal sagen, wen du hast. Ja, ich habe Castro, Modric und Pogba. Ich dachte, du gehst auf der linken Seite mit dem Real Madrid-Spieler, mit Modric und in der Mitte mit Pogba und rechts mit Castro. Aber du bist mit der Bundesliga gegangen, aber trotzdem, komplett falsch, was ich aufgeschrieben habe. Das heißt, du darfst alle Spieler wieder behalten. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den defensiven Spielern, zu den Außenverteidigern. Ja, richtig spannend, glaube ich. Ja, Außenverteidiger, immer Struggle. Okay, schauen wir mal, los geht's. Das mit den Außenverteidigern, du fängst an. Schauen wir mal. Ja, ich kann dir sagen, die beiden Positionen könntest du haben. Keine Ahnung, Mann. Ich starte einfach mal mit dem rechten Verteidiger und das ist ein Franzose aus der Liga. Und zwar CDB von Monaco. Dann habe ich links, oh mein Gott, Plattenhardt Hector. Oder Alaba. Oder Alaba. Ich habe noch nie Alaba benutzt. Aber ich glaube irgendwie, dass du Alaba aufgeschrieben hast und deswegen habe ich ihn auch. Ja, scheiße. Okay, sag einfach. Okay, Jalé habe ich aufgeschrieben auf der Rechtsverteidigerposition und links bleibt es wohl dabei, dass du noch nie Alaba benutzt hast, denn ich habe Alaba aufgeschrieben. Okay. War mir eigentlich schon klar, Mann. Ja, das war zu offensichtlich. Manchmal ist das Offensichtliche auch dann unoffensichtlich. Aber okay, was soll's. Du packst auch direkt mal deinen Joker, deinen Torwart auf die Linksverteidigerposition. Aber ich würde sagen, erstmal machen wir bei mir weiter, oder? Vielleicht habe ich jetzt auch einen Torwart am Start jetzt gleich. Ich weiß es nicht. Ich fange an auf der Rechtsverteidigerposition aus der Serie A. Das hättest du dir denken können. Aber mit wem bist du gegangen? Bist du mit Dani Alves gegangen? Weil er jetzt ein Juve-Spieler ist. Ich bin auf jeden Fall nicht mit Dani Alves gegangen, sondern mit der Foot-Birthday-Card von Abate. Heftiger Verteidiger. Und links habe ich den einzigen Spieler in meinem Team, der keine Special-Card hat. Es ging leider nicht anders. Es ist Denisov. Ja, das sind meine Verteidiger. ich habe keinen. Okay, nice. Dann nicht mal Denisov. Alves? Nein, Mann, weil Linksverteidiger also dachte ich erst, Crigito hätte eine Inform. Den wollte ich erst aufschreiben, aber ich habe mich für Contrao entschieden. Ich dachte, Contrao? Portugal. Okay. Ja, okay. Abate hast du auch nicht, da hast du Dani Alves. Das heißt, ich darf beide behalten und du
musst jetzt deinen Torwart auf die Linksverteidigerposition parken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir noch die letzten drei Spieler machen. Beide Innenverteidiger und der Torhüter. Und das sind eigentlich, du weißt es selber, die wichtigsten Positionen. Wenn da noch ein Bronzespieler an den Start kommt, ich habe jetzt keinen Joker mehr. Du hast deinen Joker noch. Das wird schwer. Stimmt schon. Schauen wir mal, los geht's. Jetzt ist es soweit, die letzten drei Positionen und die können noch einmal alles zerstören, du weißt es. Aber sie können auch viel retten. Aber naja. Okay. Du musstest ja eigentlich mit Serie A gehen und. Oder du könntest auch so Italiener nehmen, aber gut. Wir schauen einfach mal. Ich halte mal hoch. Okay, wir fangen links an, würde ich sagen. Ich habe links. Wie du es gerade erwähnt hattest, habe ich einen Italiener. Okay. Es ist ein Spieler aus der russischen Liga. Den brauche ich einfach, damit die beiden anderen Chili bekommen. Den kenne ich. Den habe ich schon gesehen. Der hat richtig krasse Stats. Ne? Das ist Kijito, Digga, genau. 84 Tempo, Digga, aber nur 1,83 groß, leider. Aber ey, der Typ hat alles über 80. 84 Tempo. Trotzdem stabil. Als Innenverteidiger. Dann auf der rechten Seite, auf der Innenverteidigerposition, ebenfalls ein Italiener. Ich habe zwei Leute hier. Okay. Zwei Team of the Seasons, Caldara. Oder den 96er Chiellini und ich habe mich für Chiellini entschieden. Digga, was ist das für eine Defensive? Einmal 82 Tempo, einmal 84 Tempo. Beide mit über 80 Tempo. Mehr Pace geht nicht. Geht echt nicht. Und im Tor habe ich dann, ja, du kannst jetzt wahrscheinlich denken, Italiener. Natürlich habe ich ein Team of the Season. Es gibt zwei Stück. Buffon oder Donnarumma. Und ich habe mich für Donnarumma entschieden. Okay, hau raus. Okay. Ja, ich kann dir sagen, ich bin einfach nur dumm, weil ich Basali und Bonucci aufgeschrieben habe und nicht Chiellini, Alter. Okay. Junge, er haut einfach den 96er raus. 96er also Kijito, Team of the Season, Digga. Ja, Kijito habe ich gar nicht auf dem Zettel erst gehabt. Ehrlich? Ey, ich brauchte doch noch Chemie für Fernandes, sonst wäre Fernandes nicht auch voller Chemie gewesen, Digga. Da dachte ich, du kriegst ihn safe, ja, okay. Keine Ahnung, aber einer muss gehen und das ist Donnarumma, Digga. Und das heißt, ich setze meinen Stürmer und du kannst gerne, ja, jetzt Struggle haben, obwohl deine Verteidiger ja gut sind. Dein Ernst? Oh mein Gott, das hat das ganze Team zerstört. Digga, ich nee. Weiß, Digga. Ein Bronzestürmer im Tor, ey, das ist so broke. Das war halt eine 50-50 Chance, Donnarumma oder Buffon. Ja, ich wusste es, aber ja, okay, das war klar. Wenn du mit Italienern gehst, ey, okay, ich mach's gleich, Leute. Erstmal kommen wir zu deinen Spielern. Ey, nee, ja, Mann. Das fuckt schon ab. Ja, glaube ich dir, Mann. Aber du kannst ja bei mir jetzt auch was treffen, obwohl du hast ja den Joker schon eingesetzt. Ja, aber ich habe keine Ahnung mit dir. Na, ich fange einfach mal an mit dem ersten Spieler und das ist ein sehr unwahrscheinlicher Spieler, dass du den aufgeschrieben hast. Das ist eine rote Karte und zwar Palois in Form von Bordeaux. Franzose. Wer ist das? Kenne ich gar nicht. Den habe ich auch einfach nur so im Team gehabt, deswegen habe ich den auch genommen. Okay. Aber den könntest du jetzt kennen, Digga. Okay. Es ist auch ein Franzose. Hast du dir gedacht vielleicht so Franzosen in der Verteidigung? Und zwar Umtiti von Barcelona in Form. Okay, und Torwart? Und dann Torwart ist dann, denke ich, relativ logisch. Marc-André Ter Stegen, Team of the Season, 90 rated. Shit, nice, Digga. Ich bin nicht mit Franzosen gegangen, ich bin mit der französischen Liga gegangen. Thiago Silva, Marquinhos und Trapp, das Dreieck, aber du darfst alle behalten. Okay, das heißt, ich kaufe jetzt kurz meinen Bronzestürmer und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns nochmal beide Teams anschauen. Naja, das wird richtig schwer für mich, shit. Das wird richtig lustig, vor allem, weil ich auch die heftige Offensive habe. Ich muss mir auch noch Tolisso holen, aber der wird auch gleich am Start sein. Okay, Leute, los geht es! Wir spielen gegeneinander. Hier sind nochmal die Teams. Ach du Scheiße, alles blau. Aber dein Stürmer da im Tor, Junge. Junge, dein Typ, ey, Ronaldo sieht heftig aus als rote von Champions-Karte. Ja. Alter, okay, aber was soll ich machen, Digga? Ich habe einen Stürmer im Tor. Das wird ziemlich schwer werden, aber naja, wir schauen mal. Los geht's. Boah, was ein Pass. Perfekt gemacht. Fernandes, 1-0, Alter. Wie klein ist der Typ? Junge, er ist ja richtig klein. Stark, komm hier. Okay. 1-0, Mann. Dembele und okay, jetzt krieg ich ein Problem, Digga. Nein, Torwart, was macht das denn, Mann, Torwart? Endlich. Ey, das ist so schlecht, Mann. Diese Torhüter. Die Situation war so ungefährlich und der macht da raus noch ein... Oh, ne. Denisov, Alter. Shit. So ist genau. Das erste Tor auch schon gefallen über diese Seite, Mann. Denisov. 2-1, Griezmann. Dieser Dembele ist einfach zu krass, Mann. Das ist heftig. Dembele. Nein. Dembele. Oh, der ist so krass heute. Das
gibt sich, ey. Dieser Dembele, ne? Der ist so heftig, ey. Ronaldo läuft. Jawohl, ja, Digga, come on, Ronaldo! Ja, Mann, 3-2. Da ist es. Der Typ, da ist er. 99 Cristiano. Jubelt ja, so direkt vor deinem. Mit der Harfe spielen, ey. Das war's, Leute. 3-2 verloren. Schade, Mann, weil ich war, das Spiel hat aber Bock gemacht, Digga. Hat Bock gemacht. Du hast dich gut geschlagen. Ich muss sagen, ich habe einfach 3 Schüsse gehabt, 3 Tore. Mann. Aber bei deiner Verteidigung kommt man auch nicht so leicht durch. Digga. Die war schon war heftig, Mann. Crescito und Chiellini. Na egal, wir kommen zum Abstoßen. So, Leute, wir kommen zum Abstoßen. Ich sortiere nochmal kurz die Spieler. Das und Ding ist... Schon wieder Ronaldo, ich kann nicht, Alter. Schon wieder Ronaldo. Ey, jetzt muss ich den treffen, Mann. Warte, chill kurz, Bro. Chill. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Okay, so mach ich's, Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Und ich glaube, ich mach da kurzen Prozess draus und nehme deinen Stürmer. Hab ich lange nicht gemacht, einfach mal Stürmer raushauen. Okay, es ist ein Team of the Season. Es ist auch ein guter Team of the Season. Okay, es ist welcher? Der 89er PC. Boah, okay, hat, der ist schon krass, Mann. 80.000 knapp gekostet, aber okay, besser als Ronaldo. Das Ding ist... Ich muss sagen, der Team of the Season Ronaldo gefällt mir irgendwie nicht, Alter. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, das ist auch immer so eine Einstellungssache. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. 7 Spiele, 3 Tore. Na egal, Leute. Was soll's. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Feiert ihr den 99 Ronaldo oder nicht? Das war's. Schreibt auch in die Kommentare, welche Spieler ihr beim nächsten Mal sehen wollt. Haut da rein. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Checkt jetzt noch die Episode über Max aus. Haut da rein und bis zum nächsten Mal.